Moin Leute, willkommen zum ersten Sun and Moon Wi-Fi Battle hier auf meinem Kanal. Und ja, heute Phil gegen Paul, ja, den Poke Knight. Und ich habe mir ein Team zusammengestellt, welches nur aus Alola-Pokémon steht, beziehungsweise aus Pokémon, die quasi eine Alola-Form bekommen haben. Ja, ich habe Alola Volona dabei. Go. Ah, das Team möchte ich gerne nehmen, ja. Und ich habe ein paar neue, ich habe ein paar Sets, ja, für euch heute dabei, für den neuen Pokémon, die, ich denke mal, ganz gut funktionieren können oder werden, vielleicht im ja, zukünftigen Meta, genau. Und ja, ich habe extrem Bock auf Sun and Moon Wi-Fi Battles. Ich habe vorhin schon gegen Present eine Runde gespielt, wird auf seinem Kanal hochgeladen. Jetzt spiele ich gegen den Poké Knight, der auch mein Layout gemacht hat von meinem Let's Play. Und ja, das Wi-Fi Battle, wird bestimmt spannend. Ich habe das Team, ich glaube, heute Nachmittag irgendwann gebaut. Dachte mir so, okay, die Pokémon finde ich cool, das finde ich cool. Das will ich auch unbedingt in meinem Team haben. Und ja, deswegen habe ich das so mir so entschieden, dass ich diese Pokémon halt quasi reinnehmen werde. Und ja, wir werden uns gleich die Sets alle im Kampf angucken. Und ja, ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich auf das Spiel. Also beziehungsweise auf Wi-Fi Battles mit den neuen Pokémon. Und ja, wir haben dabei ein, ja, Volona Alola Form, dann das Toucan, der Papagei, ich weiß den Namen nicht, ich weiß den ganzen Namen nicht, Mann. Holy shit, ich hab noch nicht so weit gespielt, Leute. Dürft ihr mir nicht übel nehmen, ja. auf jeden Fall haben wir den Pflanzenstarter dabei, die letzte Weiterentwicklung. Und Paul hat auf jeden Fall einen Alolan Kokowai dabei, ziemlich cool. Und er hat vor allem sehr langsame Pokémon dabei, das könnte gut für uns sein, ja. Ja, genau. Wir werden erstmal mit unserem wunderschönen Käfer-Wasser-Ding starten. Ja, keine Bezeichnung für das Ding. Auf jeden Fall mit Arakuanid. Ich weiß nicht, wie spricht man das auf Englisch aus? Ich kann es, keine Ahnung. Und ich liebe die Kampfmusik in Sun Moon. Ich finde die halt richtig cool, Mann. So. Es ist echt eine lange Zeit her, seitdem ich das letzte Mal ein Wi-Fi Battle also aufgenommen habe und auch hochgeladen habe. Paul schickt Bigfoot in den Kampf. Oh, das war dieses Krabben-Ding-Gedöns. Los! Ja, und da ist meine Spinne, meine Wasserspinne. So. Das Ding macht bekanntermaßen sehr viel Schaden. Wir gehen mal auf Aqua-Durchstoß. Ich weiß nicht, was das Ding uns kann. Und ja, wir werden herausfinden, was uns das Ding kann. Kann das Ding eine Gesteinsattacke? Ich weiß es nicht, ja. Auf jeden Fall werden wir dem Ding jetzt ordentlichen Schaden machen. Ja, wir sind Full KP Investment, ja, und Full Damage, ja, also Full Angriff, Full KP. Und das Gute ist, dass diese Fähigkeit von dem Pokémon ist, dass alle Wasserattacken, die ich einsetze, verdoppelten Schaden haben. Ja, das ist richtig krass, Guys. Ja, also ich habe irgendwie 170er Angriff gerade. Also 170, eine Attacke mit 170 Angriff. Plus Dab natürlich noch, ne? Und das ist halt richtig guter Schaden. Und da kommt der Ice Beam, der ist aber resistet, ne? Alter, das macht halt trotzdem krassen Damage, Mann. Jetzt kommt der Aqua-Durchstoß und wir werden sehen, wie viel Schaden das machen wird. Boom! Ja, ordentliche Schaden auf jeden Fall. Und wir werden einfach nochmal Aqua-Durchschuss einsetzen. Denn, ja. Das Ding ist aus irgendwelchen Gründen schneller als ich. Wahrscheinlich ist es gescarft. Ich glaube, das Ding hat doch irgendwie gar keinen Speed, oder? Jetzt kommt der Nahkampf von ihm. Das wüsste ich aber auch. Das macht aber auch richtig krassen Damage, Mann. Das Ding. So, auf jeden Fall, der Aqua-Durchstoß ist am Start. Boom. Ich glaube, dass auch mein Viech nicht sehr schnell ist. Ich glaube, es ist halt auch ultra langsam, aber papiert, ne? Passiert. Auf jeden Fall haben wir seinen Bigfoot besiegt. Also es ist Kampfeis. Ja, ich habe ehrlich gesagt noch gar keinen Plan, wie die Pokémon mit Namen heißen. Ich weiß nur, dass das Ding Kampfeis ist und glaube ich zumindest, ja. Und ja. Und ziemlich hohen Angriff hat. Und
Wir werden langsam die Pokémon kennenlernen und langsam werden wir in die das neue Meta reinkommen. Aber erstmal, bevor die Pokébank revealed wird, werden wir hier mit den Pokémon spielen, die halt erst jetzt revealed wurden, ne? Also die noch nicht, also die halt nur in den Spielen vorhanden sind. Mit denen können wir ja gerade spielen. Und ja. Mal sehen, was er jetzt reinschickt in den Kampf. Und ich glaube, ab Januar werden dann die Pokémon in das Meta, hinzugefügt, ja, ab Januar. So. Na, was schickt der liebe Paul in den Kampf? Ich mag die Musik halt echt gerne, ja, von Sun and Moon. So, Rark. Oh Gott, das ist das Ding. Ich mach dagegen gar nichts, mit keiner einzigen Attacke. Das Ding war irgendwie, Gift, Wasser. Ja. Und das Ding ist ziemlich gut gegen mich, glaube ich. Ja, wir gehen, glaube ich, einfach mal auf mein Drachen-Pokémon. Ja. Wir sehen es hier. Dessen Namen ich auch nicht weiß. Alter, wieso weiß ich eigentlich keinen Namen? Siedewasser. Kein Burn. Ich habe die Prudelsbeere, aber kein Burn. Natürlich bekommt er den Burn. Aber ich habe ja die Prudelsbeere. Das rettet mir nochmal so ein bisschen den Tag. Und wir gehen einfach mal, weil wir es können, aufs Erdbeben. Und machen dem Ding hoffentlich Bunker. Was ist Bunker? Weil warum ist er schneller als wir? Ach, das ist so ein Protect-Scheiß. Okay. Wir werden einfach mal jetzt mal auf Drachentanz gehen. Und ja, vielleicht wechselt er jetzt da raus, hab keine Lust, okay, er wechselt tatsächlich raus. Das heißt, er kriegt den Free Drachentanz raus und er geht in seinen... er geht in die Sandburg. Er geht in die Sandburg, Guys. Die Sandburg. Und wir gehen einfach mal jetzt hier auf den Wutanfall. Denn Wutanfall macht eine ganze Menge Schaden. Alter, wie heißt die Sandburg? Kolossand, ne? Kolossand heißt die Sandburg. Boah, ich kann mich an den Namen erinnern. Ich werde einfach mal, glaube ich, den Namen ins Layout irgendwie reinschreiben, damit wir da verstehen, worauf ich hinaus bin. So, der Wutanfall wird hoffentlich killen. Was hat der Zero gemacht, Mann? Aber die Erdkräfte macht auch nicht viel. Bam. Das ist einfach Physik-Defensiv oder so. Ich bin plus 1 ist der und der Wutanfall macht einfach gar nichts. Das ist halt richtig sad. Killt das? Das killt natürlich nicht. Sandsammler. Was zum Teufel kann Sandsammler? Heilt ihn das hoch? Oh lol, das ist eine Heilattacke. Ich bin nicht verwirrt. Okay, das ist gar nicht so bad. Okay, das Ding hat eine Heilattacke. Lol. Sandsammler. Ist das ein Quid? Ja, das ist kein Quid. Okay, wir sind erstmal, verwirrt jetzt. Und das heißt, wir wechseln einfach aus jetzt. Ja, das Ding nervt mich nämlich. Das ist wahrscheinlich komplett physisch-defensiv, etc. Und dementsprechend nervig. Also wir gehen einfach mal auf unser Volnona. Und ja. Dann kann Volnona einfach mal gegen die Sandburg ein bisschen pressuren mit Blizzard. Hi! Aber Volnona ist halt ziemlich, ziemlich cool, Mann. So. Und er geht auf Toxin. Aha, warum trifft er eigentlich genau in dem Moment das Toxin? Genau in dem, wenn ich es nicht gebrauchen kann, Mann.
blödes Kolossant. Das ist aber okay. So, wir machen jetzt etwas ganz Sneakiges. Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen auf... So, wir werden einfach mal auf Ränkeschmied gehen. Und wenn er jetzt in sein Viech wechselt, wird das ein... Also, in sein... Wassergift-Pokémon wechselt, diese... Was ist das eigentlich? Was soll das überhaupt darstellen? Okay, ein Tesla. Oh, das Ding ist das. Okay. Was macht das gegen mich? Was macht Tesla gegen mich? Also Focus Sash kann es auch nicht haben. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal auf den Blizzard. Und es gescarft, es ist auch langsamer, glaube ich. Also Blizzard sollte auch definitiv killen. Bam. Tesla ist tot, Mann. Alolan Geowatz geht zugrunde. Wunderschön. So, ja, leider sind wir jetzt schon durch Toxin am Arsch. Aber das wird schon gehen irgendwie. Wow, das ist wieder sein... Ja, das Ding meine ich, genau. Und da werden wir jetzt einfach mal den Psychoschock einsetzen. Und das wird hoffentlich ordentlich Schaden machen. Das Drecksding, Mann. Das hat halt irgendwie 150 Death oder so eine Scheiße und 145 speziell Defensive. Irgendwie so. Auf jeden Fall viel zu viel von beidem. Das ist richtig krass, wenn es um Defensive geht. Und wir sehen ja auf jeden Fall eine ganze Menge Pokémon. Also eine ganze Menge neue Pokémon. Giftwasser, ja. Das wird hoffentlich noch ein bisschen Schaden machen, ja. Bunker. Er protected einfach mal. Was ein Arsch. Okay. Das Ding auch, es ist auch Leftovers. Jetzt bekommen wir wieder Giftschaden. Wir gehen trotzdem noch den Psychoschock. Und ich will damit ordentlichen Schaden machen auf das Ding, ja? Das Ding sieht halt von innen total hässlich aus, Mann. So, wow, gib wieder zurück. Und es kommt Papakolea, das Kolossant, naja. Killt eigentlich der Psychische Schock? Wahrscheinlich nicht. Weil es halt physisch defensiv ist, das Ding. Nö, macht halt nichts. Und wir sterben leider im Gift, aber das ist okay. Ja? Das ist... Okay. Ninetales hat eine Menge Pokémon rausgenommen. Ich glaube, zwei Stück oder so. Oder eins. Auf jeden Fall hat es Alolan Geowatz gewonnen-hittet. Wir gehen einfach mal auf... Salazzle. So, hi. Und wir sollten auf jeden Fall mit einem Feuersturm das Ding killen. Ja, bin ich mir sicher. Das Ding wird zugrunde gehen bei einem... Und es geht daneben. Sad life, guys. Sad life. Es ist daneben gegangen. Und wir leben leider keine Erdkräfte. Das heißt, wir müssen gegen dieses Kolossant irgendwie, an dem Ding müssen wir irgendwie vorbeikommen. Okay, wie machen wir das, Guys? Wie machen wir das? Wir gehen erstmal, wollen wir erstmal einen Toucan gehen? Ich glaube, erstmal einen Toucan. Go. Jetzt gehen wir einfach mal auf den Sturzflug. Ich will hoffen, dass das ein bisschen Schaden macht, wenigstens. Wir sind halt... Wir haben halt krassen Damage, ja? Weil wir halt Toucan sind. Oh, das killt. Nice.
Coruscant ist down. Sehr gut. Das ist halt der Vogel, der siebten Gen, ist halt ziemlich cool. Jetzt müssen wir nur noch an dem Ding vorbeikommen irgendwie. Mach einfach nochmal Schutz. Wir müssen an dem Ding einfach irgendwie vorbeikommen. Das Ding muss irgendwie sterben. Bam! Es macht okay einen Schaden. Es macht sogar ziemlich soliden Schaden, finde ich. Und dann geht auf Scald. Okay, das sollten wir jetzt auch mal noch tanken. Wenn wir jetzt keinen Burn bekommen, ist das ziemlich, wäre das ziemlich gut. Und wir kriegen keinen, also er kriegt nicht den Burn auf mich, das ist sehr gut. Das heißt, wir können einfach nochmal straight auf den Schussflug gehen. Okay, er bunkert. Um ein bisschen Leben zu regenerieren. Ist okay. Ich bin dadurch vergiftet, wenn ich da rangreife. Wie behindert ist das Ding bitte? Kann mir mal bitte wer erklären, wie behindert dieses Ding ist? Holy... Oh mein... Wow. Okay, wir gehen trotzdem auf den Sturzflug. Ich denke mir so, wir müssen das Ding irgendwie tot sehen. Crit. da hat nicht ganz gereicht. Und hat die Genesung im Set, okay. Ist ein uncooles Ding, mag ich gar nicht, ja. Doof. Bunker nervt. Ich meine, ich werde gegiftet, ja. Gegiftet, gut. Ich werde bekomme Vergiftung, wenn ich ihn haue. Das ist halt ziemlich uncool. Ja, überleben mit 1 KP, das können uns bestimmt noch irgendwie helfen. Komm, wir gehen einfach mal auf. Gehen auch mal auf unseren Drachen. Vielleicht können wir das Ding noch irgendwie. Vielleicht bringt uns das Ding noch irgendwann mal was. Und da kommt die Genesung wieder. Das ist okay. Und wir gehen jetzt einfach mal auf das Erdbeben. Wir wollen auf das Ding Damage haben. Das ist okay, Schaden. Und er hat Scald. Okay. Wenn wir jetzt keinen Burn bekommen, haben wir eine gute Chance. Nice, das ist gut. Das ist ziemlich gut. Wir gehen jetzt auch nochmal auf den Drachentanz, weil wenn er jetzt bunkert, um das zu leben, dann kann ich auf Drachentanz gehen und das Ding, ja, nice, im nächsten Zug einfach mit Erdbeben besiegen. Und ja, Dragon Dance! Boing! Und jetzt können wir das Ding sogar irgendwie rausnehmen, würde ich sagen. Ne? Wir gehen einfach mal mit dem Erdbeben. Greifen wir jetzt Rauk an. Ich werde diese Namen zu 100% ins Layout packen, damit ich selber noch nachgucken kann am Ende. Weil das minimal verwirrend ist. Das Ding muss einfach verrecken. Das nervt mich ziemlich hart. Es ist halt so defensiv. Ich glaube, es ist... Vor allem dieser Bunker... Es ist halt einfach krass. Du greifst das Ding an und dann bekommst du einfach mal Vergiftung. So, da kommt Sans. Was ist Sans? Ah, cool. Knocker, das steht doch bei einem Erdbeben, oder? Oh, das hat er Focus Sash? Nein, er lebt einfach so. Aber ich sehe nicht, wie er mir irgendwie Schaden machen kann. Deswegen gehe ich einfach nochmal auf Erdbeben, ja. Bam, bam. So, und Ripknogger. Alolan Knoggers, wenn ich ehrlich bin, auch ziemlich cool. Also vom Design her ist es ziemlich cool. Es war ziemlich langsam. Alter, es ist einfach dieses Regenerator, ne? Es ist einfach so behindert. Aber das Erdbeben sollte, denke ich mal, trotzdem soliden Schaden machen. Und da muss halt burnen. Und wenn er jetzt keinen Burn bekommt, dann sieht es ganz gut für uns aus. Aber er bekommt den Burn.
Aber das, der Burn macht nicht mehr ganz so viel Schaden, wenn ich mich nicht irre. Nicht mehr, nicht mehr ganz so viel Schaden. Und wir können das Ding trotzdem rausnehmen. Glaube ich, zumindest. Weil er halt, ja, es sollte sterben, wollte trotzdem sterben. Ja, es stirbt, Gott sei Dank. Warg geht drauf und ja, der Burn tickt uns langsam nieder, aber das ist okay. Das ist okay. Denn wir haben noch drei andere Pokémon, die das irgendwie gewinnen können. Alolan und Kokowai ist am Start, guys. Alolan und Kokowai, so. Und wie viel Schaden wird jetzt der Wutanfall machen, wenn wir geburnt sind? Ich weiß es nicht. Boom. Killt er? Nein, er killt nicht. Das heißt, der Load geht auf Synthese, okay. Was? Kokowai sieht so dämlich aus, Mann. Killt jetzt nicht eigentlich sogar der Wutanfall? Der könnte sogar killen, ja? Boom! Und er killt, jupp. RIP Kokowai. So. Danke, Paul, an das Match. Und ja, ich hoffe, das Match hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaut auch beim nächsten Mal vorbei. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Pokémon Sun und Pokémon Moon, also Sumo Weiter Battle. Tschüss!